Scheint eine Abkürzung im anderen Bereich zu sein. Oh. Bist du aggressiv? Autsch. Jo. Ja, oh, sauberer Treffer. Au. Komm schon, er ist schon... Wow, 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 wow. Und es war kein Mana-Trank. Zu. Zu. Und schlafen. Er war garstig. Er war richtig garstig. So, Licht an. Öffnen. Also was den Schaden austeilen angeht, war so stark wie der Ritter und er war vollkommen unbewaffnet. Also, er hier. So, rot. Kaputt. Übel. Du hast gegessen. Du bist diesmal ein richtiger Rubin, richtig? Kein roter Edelstein? Jo. So, und was hast du hier bewacht? Da ist noch ein Gang. Noch eine Tür. Hier geht's ja noch richtig weiter. Das hätte ich nicht gedacht. So viel dazu, dass ich hiermit schon fertig bin. Oh. Mehr von deiner Art. Zack, zack. Er ist immer noch grün nach zwei schweren Treffen mit der Keule. Okay. Ich hoffe, mir gibt gute Erfahrungspunkte. Beschädigt. Vier beschädigt. Der flieht. Oh, nicht die Wand hauen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ein Treffer noch. Komm schon, wir haben noch gerade erst Keulen erhöht und Angriffskraft. Okay. Okay, okay, okay. So. Heilung. Hähnchenkeul kommt mit. Gold kommt mit. Also hier sind definitiv die abtrünnigen Trolle. Oder die aggressiven. Da war eine Axt. Jo. Serviceable Axe. Haben wir gerade noch genug Gewicht zu. Da könnte man hochspringen. Das mache ich auch gleich mal. So, hops. Hier war ich doch gerade. Ja, okay, es geht nur noch nach Norden weiter. So, so, so. So, so, so. Hier. Öffnen. Das war's an Trollen, okay. Eine exzellente Keule. Ja. Exzellente Chain Code. Und Zauberstab. Oh, da haben wir sogar noch Platz für. Sehr schön. Dich nehmen wir mit. Und du bist zu schwer. Ja, schade. Schreiben wir kurz auf. Maze. Anders. Loot. Das, darauf werde ich eher anspringen. So, aber jetzt können wir wirklich runter in die nächste Etage. Wenn ich hier dann einigermaßen rausfinde. So, so, so. Da kamen wir her. Darum, darum, darum. So, jetzt sind wir im großen Raum. Dann kommen wir jetzt gleich in den Raum, wo im Norden der Ritter ist. Autsch. Und hier müsste es jetzt runtergehen. Genau, deswegen heilen. Licht aus. Einmal schlafen. Und dann gucken wir runter. Licht an. Runter.
Wir sollten gleich mal zum anderen Hochgang gehen, wo auch immer der war, damit wir Richtung Rumpelkammer kommen. Hoch, nein, runter, nein. Ach, das ist noch eine Etage höher. Also unsere Rumpelkammer müsste demnächst mal wieder bewegt werden. Und zwar hier in Ebene 5. Aber wir haben jetzt null Gewicht, wir könnten gar nichts aufsammeln. Oh, hier war der Ring drin. Das brauchen wir alles gar nicht. So. Raus. So, was bist du für eine Tür? Du bist schon mal nicht abgeschlossen. Das war der Rumgang um diesen größeren Hauptraum, richtig. Mit dem Kopflosen. Hier waren noch ein paar mehr davon da, aber die hatten wir, glaube ich, umgebracht. Also zumindest zwei Stück von denen. Hältst ganz schön viel aus. Also dafür, dass wir die Keule jetzt extra von Worn auf Excellent hochgepusht haben, macht die gar nicht mal so viel mehr Schaden. Und der Mehrschaden könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass wir unsere Angriffskraft und Keulenfertigkeiten erhöht haben. Aber na gut, wir wollen ja nicht meckern und so. Ja, wir können überall lang. Alles noch unbekanntes Gebiet. Wir gehen jetzt gerade einmal im Kreis, ich weiß. Ich will, dass die Karte einigermaßen aktiv ist. So. Oh, da geht's wieder runter. Nee, ich glaube nicht. Müssen sie ja nicht übertreiben. Also da geht's runter. Aber das sieht doch schon mal aus wie ein sehr guter Platz hier für eine Rumpelkammer. Da geht's hoch und hier geht's schon wieder runter. Da wäre dazwischen eine gute Zwischenstation. So, jetzt gehen wir von diesem Hauptgang aus Richtung Süden. Gucken, was hier ist. Der Gang wird schon mal schmaler und geht doch recht weit runter. Lava. Yeah. Und Holzplattformen, die im Lava stehen. Da will ich jetzt... Oh. Da liegt eine Kettenhaube. Nee, ich werde jetzt nicht für eine Kettenhaube rüberspringen, die wir eh gar nicht aufheben können. Tut mir leid. Oh, ich sollte nicht mehr mit W laufen, sondern mit S ganz vorsichtig vorwärts gehen. Was sagt die Karte zu dem Ganzen? Ja, Lava wird eingezeichnet. Später. Wenn wir die Rune zum Fliegen gefunden haben und wir den Rest erforscht haben. So. Gib mir irgendwas, was nicht mit Lava zu tun hat. Also im Nordwesten ist da hier unten jetzt Lava. Oh weia, da hinten ist was. Ja, warte mal. Da ist was. Das werde ich mir aber später angucken. Nach dem nächsten Mal speichern. Ja, da ist auch was. Weiter. Also es sieht so aus, als wenn das ganze südliche Areal hier mit Lava durchsetzt ist. Da wäre Levitieren echt praktisch. Aber gut, gucken wir uns jetzt von dem Hauptkorridor mal westlich um und gucken, was da ist. Jede Menge Müll, Knochen, Schädel. Oh, und eine Ratte. Du bist eine Giftratte? Natürlich bist du eine Giftratte. Okay, ein paar mehr davon. Zack. Und... Zack. So. Noch mehr? Nö. Das sieht wieder ominös aus. Eine Schriftrolle. Zu schwer. Okay, du bleibst kurz da liegen. Du kommst mit.
Und du bist wieder so eine einmal benutzte Schriftrolle, wo wir nicht wissen, was sie macht. Ich benutze die jetzt einfach mal. Und ich sehe nichts. Also wir haben keinen Buff bekommen, wir haben keinen Angriffstor bekommen. Und sie ist weg. Ja. Okay. Sonst? Warte mal. Genau, nach Osten wollen wir. Osten wäre hier. Oh, Tür. Geister. Geister sind nicht so toll gewesen, das weiß ich noch. Oh, nicht die Tür hauen. Geist hauen. Komm schon, ein paar ordentliche Treffer. Wir wissen, dass wir euch auch ohne Magie verletzen können. Es dauert nun ewig. Und ich hoffe mal, der hintere kann uns nicht auch angreifen. Keule beschädigt. Okay. Keule beschädigt. Ich glaube, wir hauen die ganze Zeit die Tür. Ja, komm mal raus hier. Ja, wir hauen da oben jetzt dagegen. Nee. Komm schon, Geist. Dann gehe ich einfach rein, guck mich da um und gehe wieder raus. Können wir auch gerne so machen. Zu schwer. Tür zu. Oh. Kommst ja doch raus. Wir müssen nur versuchen, dein Zeug zu klauen, ne? So, Treffer. Gift ist auch weg, sehr schön. Noch ein Treffer und der ist immer noch grün. Oh. Helm beschädigt. Den haben wir gerade neu bekommen. Aber es scheint nicht viel Schaden zu sein, den er macht. Aber unsere Lebenspunkte sehen noch sehr gut aus. Der ist gelb. Nach dem Kampf sollten wir unbedingt unsere Keule mal angucken, welchen Zustand die hat. Ich denke nicht, dass die jetzt immer noch exzellent ist. Oh, kaputt. Und ein Rubin. So, du bist auch schon gelb. Hier scheint irgendwie leichter zu sein. So, ein Buch, das mal wieder so schwer ist. Komm, weg mit der Axt. Du kommst mit. Du kommst mit. Und du kommst mit, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das diesmal ein Levitationstrank ist. Weil wir es halt auf dieser Etage so sehr brauchen würden. Aber das Buch, was sagst du? Schleichen. What to do after Mool. Können wir dich benutzen? Nö, weg damit. Schleichen hatten wir schon aufgeschrieben. Was steht hier? Schrein der Tugenden. Zack. Ach du. Was bringt dich auf hier den Abyss? Was ist deine Queste? Genau, er wollte Alchemie betreiben und er braucht eine sehr seltene Substanz. Was für eine Substanz? Zanium. Wie sammelt man das Metall? Man muss nur drüber laufen, hm? Vielleicht kann ich helfen. Wir würden einen großen Goldklumpen bekommen. Ja. Wir brauchen Informationen über die Kontrollen. Und ich werde das Zanium bekommen. Würdest du? Oh, okay. Nimm diese kleine Probe. Es sollte mehr als genug sein, um andere seiner Art anzuziehen. Flupp. So. Und das wäre auch ein sehr schöner Lagerraum. Wenigstens groß genug. Aber ja, hier waren wir ja vor dem Tod schon mal gewesen. Tugenden. Schrein. Und Erz. Ja,
Rü ist halt Erz, das werde ich schon wissen, was heißt. Aber gut, speichern wir jetzt erstmal ab und danach erforschen wir weiter die Etage hier. Das läuft dieses Mal ja schon wesentlich besser. Achso, Keule gucken. Serviceable. Und excellent. Excellent. Serviceable. Excellent. Serviceable ist eine Stufe unter excellent, soweit ich weiß. Also das ist echt noch in Ordnung. Aber gut, speichern wir jetzt ab und sehen uns gleich wieder.